Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich den Hisense 55U81 GQ Fernseher. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 55 Zoll. Die Bildschirmauflösung beträgt 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit und Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 100 bzw. 120 Hertz. Feine Schattierung, erstaunliche Details. Direct Full Area Local Dimming Pro erreicht mit über 100 unabhängig gesteuerten Dimming-Zonen erstaunliche Kontrastwerte. Details in den dunkelsten Szenen werden mit tieferen Schwarztönen und höherer Präzision dargestellt, während helle Bereiche in perfekter Klarheit zu sehen sind. Ultra HD Premium. Ultra HD Premium ist ein neuer Maßstab für Bildqualität und erweckt jedes Bild in atemberaubender 4K-Schönheit zum Leben. Sehen Sie jedes Detail mit über 8 Millionen Pixeln und außergewöhnlicher Klarheit. Dolby Vision IQ. Passen Sie HDR-Bilder basierend auf inhaltlichen und äußeren Lichtverhältnissen an, um das beste Erlebnis zu erzielen. HDR 10 Plus. Dynamische Metadaten stellen sicher, dass jedes Bild angepasst wird, um der Vision des Regisseurs näher zu kommen. Durch die szeneweise Anpassung von Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast wird eine erstaunliche Bildpräzision erreicht. HDR 10 und HLG. Durch die Unterstützung der aktuellen Industriestandards für HDR von HDR 10 und HLG gehen die Details in den dunkelsten Bereichen eines Bildes nicht verloren, während helle Bereiche nicht verlaufen. Erstaunlich realistische Bilder mit High View Engine. Die fortschrittliche Echtzeitoptimierung von KI-Szenen und die leistungsstarke Bildverarbeitung liefern neue Ebenen von Farben, Kontrast und Details für eine naturgetreue Bildqualität. IMAX Enhanced. Erleben Sie optimierte Einstellungen von Sound, Farben, Helligkeit und Kontrast in echter Kinoqualität. Die Farbe des Fernsehers ist ein Titangrau. Er wiegt 19 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 123,3 cm in der Breite, 71,1 cm in der Höhe und 7,4 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 400x300 Weserhalterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 93 Kilowattstunden pro Jahr. Nahezu rahmenlos. Ein nahezu randloses Display für ein natürliches und intensives Seherlebnis. Zentraler Standfuß. Der elegante zentrale Standfuß ergänzt jeden modernen Wohnraum. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die Anschlüsse. Einmal USB 2.0, einmal USB 3.0, einmal Ethernet RJ45, viermal HDMI 2.0, einmal Satellite In, einmal AV Composite In, einmal Optical Audio Out, einmal 3,5 mm Audio Out, ein Antennenanschluss, einmal CE Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth, 2x2 MIMO. Der Fernseher verfügt über 4 Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 40 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar können über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über eARC an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Atmos. Ein bahnbrechendes, immersives Audioerlebnis für Filme, Live-Shows und vieles mehr. Der Fernseher wird über das Betriebssystem VIDA U5.0 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Content Discovery. Vorschauempfehlungen der neuesten Shows und Filme aus der gewählten App. Alexa Sprachsteuerung. Verwenden Sie Alexa, um Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme zu steuern, VIDA U zu durchsuchen oder beliebige Alexa-Funktionen einzusetzen. Ich habe die Kundenrezension studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Dem Sound fehlt es an Tiefen und Bässen. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat: Spitzenbild. Gute Haptik der Fernbedienung. Ein guter Ton. Das Dimming funktioniert einwandfrei. Lässt sich sehr leicht einrichten. Das war mein Testbericht zum Hisense 55 U81 GQ Fernseher. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze.
abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!